Das JSD-Treffen ist das Gesamttreffen, kann man sagen, von den Jesus Weeks in Deutschland. Das Jesus Weeks Deutschland-Treffen, da ist zunächst einmal der Leitungskreis dabei. Der Leitungskreis besteht aus den Leiterinnen, den Leitern der Arbeitsbereiche, aus den Leitern der Regionen. Hinzu kommen noch Leiterinnen, Leiter, die in irgendeiner Form eine geistliche Leitungsgabe von Gott haben, die quasi hineingerufen werden in den Leitungskreis von den Bereichs- und Regionenregoleiterinnen. Hinzu zum Leitungskreis kommt dann noch das Diakonenteam. Das ist das Ü-Team, die bereiten die Jesus Weeks Deutschlands Treffen vor. Das ist das Büro, die machen organisatorische Arbeit, und der Vereinsvorstand, die machen auch finanzielle und rechtliche organisatorische Arbeit. Das umfasst den Leitungskreis von Jesus Weeks Deutschland. So. Auf dem JFD-Treffen kommt zu dem Leitungskreis noch Gäste. Leute, die sagen, wir wollen uns das gerne mal angucken, und diese Gäste können sich auch mit ihren Ideen und Vorschlägen einbringen, und diese Gäste können wirklich jeder Jesus Week sein. Mit dem einzigen Unterschied, dass man kann seine Träume da einbringen, seine Ideen, aber man ist nicht entscheidungsbefugt. Das ist der einzige Unterschied zum Leitungskreis. Und man kann auch, das Ü-Team kann auch die Anzahl der Gäste begrenzen, auch sagen, Leute, jetzt so und so viel können nicht kommen, sonst sprengt es das Treffen. Es gibt dann zusätzlich zu den Gästen noch den sogenannten Whirlpool. Das ist ein eng umrissener Zeitraum von einigen Stunden, wo alle Jesus Weeks hinkommen können, unabhängig davon, ob sie jetzt irgendwie vorher beim Ü-Team nachgefragt haben, ob sie einen Gaststatus haben. Als letztes kommt dann noch das Berater dazu. Die sind nicht Teil des Leitungskreises, aber werden vom Leitungskreis berufen, um quasi beratend für unsere Bewegung zur Seite zu stehen. Klassischerweise können wir uns das alle denken, wenn das zum Beispiel Leute wie, weiß ich was, beispielsweise Paul Strait als ein Beispiel genannt, oder Doris Braselmann könnte das sein, das gibt sie noch nicht, das ist nun mal willkürlich gesagt. Das sind einfach alle Leute, oder Heidi und Peter Wörstner, so Leute, die unsere Bewegung geistig, oder Martin Dreyer, wer auch immer, also Leute, die unsere Bewegung geistlich geprägt haben und die Lust haben, sozusagen unsere Bewegung weiterhin zu prägen, und genau, sind aber nicht Teil des Leitungskreises, es sei denn, sie wollen das.